Hallo Sportsfreunde und herzlich willkommen bei Tommyhawk TV. Ich bin Tommy und in diesem Video gibt es die Antwort auf die Frage, welches ist das beste NBA City Jersey 2025? Die NBA City Jerseys wurden geleakt und heute will ich mit euch darüber reden, welches davon denn das beste ist. Und wie machen wir das natürlich am besten? Wir sind in der NBA und deswegen lassen wir die Trikots gegeneinander antreten. Wir machen erst einmal eine Aufteilung nach Divisions, danach kommen die Teams in die Playoffs und da spielen sie dann halt eben gegeneinander und ihr könnt mir natürlich auch eure Meinung schicken zu diesen Jerseys und wenn euch Videos solcher Art gefallen, lasst ein Like da und lasst auf jeden Fall ein Abo da. Wir starten in der Atlantic Division und dort haben wir die New York Knicks, die Brooklyn Nets, die 76ers, die Boston Celtics und die Toronto Raptors und hier einmal schon mal die Überraschung vermutlich für viele. Bei mir persönlich sind die Toronto Raptors auf dem letzten Platz. Ich finde dieses Trikot furchtbar, es sieht aus wie ein Kinder-Jersey, es hat überhaupt nichts von dem Flair von dem Oldschool-Jersey. Klar ist es eine Hommage an Vince Carter, aber bei mir ist es auf dem letzten Platz. Wenn das Raptor-Jersey nicht so furchtbar gewesen wäre, dann wären es auf jeden Fall die Celtics gewesen. Hier mit einem Versuch, das Jersey modern zu machen. Mir persönlich gefällt das überhaupt nicht, deswegen hier auch abgeschlagen. Dann haben wir die Philadelphia 76ers mit einem Mix aus so ein paar Styles, die wir schon mal hatten. Nichts Halbes, nichts Ganzes, deswegen hier auch kein Podiumsplatz. Die Brooklyn Nets gefallen mir ebenfalls nicht so gut, aber unter den Blinden ist der einäugige König, deswegen hier der zweite Platz. Und den ersten Platz sichern sich hier die New York Knicks mit der Neuauflage des letztjährigen Jerseys, aber hier in weiß. Finde ich tatsächlich nochmal besser, die Pinstripes und die versetzte Schrift mit dem NYC-Logo gefällt mir hier tatsächlich ganz gut. Deswegen holt New York hier die Atlantic Division. Weiter geht es mit der Central Division und da haben wir auf dem letzten Platz die Milwaukee Bucks. Hätten sich hier auch den letzten Platz mit den Indiana Pacers teilen können. Nicht furchtbar, aber für mich persönlich jetzt halt auch nichts Besonderes. Daher hier die letzten beiden Plätze an die Pacers und die Milwaukee Bucks. Bei den Pacers ist es eine neue Auflage vom letztjährigen Jersey, nur von den Farben her andersrum. Ja, finde ich besser als das vom letzten Jahr, aber jetzt halt auch nicht gut, würde ich so nicht tragen wollen. Dann haben wir die Chicago Bulls, weder Fisch noch Fleisch. Ich werde es mir natürlich trotzdem holen, weil ich halt Chicago Bulls Fan bin und alle Jerseys sammle. Aber hier, ja, ist okay, ich finde den Bulls-Schriftzug hätte man vielleicht noch ein bisschen interessanter machen können, aber naja, es gab schon schlimmere. Dann haben wir die Cleveland Cavaliers, dieses Jersey würde ich an sich sehr feiern, wenn das von den Farben vielleicht noch ein bisschen abwechslungsreicher wäre, aber so finde ich das tatsächlich schon mal gar nicht so verkehrt und den ersten Platz bei mir in der Central Division haben ganz klar die Detroit Pistons, die Farbe, der Schriftzug. Die Kombination aus allem gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Deswegen haben hier die Detroit Pistons tatsächlich die Central Division geholt. In der Southeast sieht es so aus, dass die Atlanta Hawks hier auf dem letzten Platz landen. Gefällt mir überhaupt nicht so von dem Stil. Das ändert so an dieses Oldschool-Ding, aber mit den Farben und mit der Schrift, das gefällt mir irgendwie nicht so. Deswegen ist es auf dem letzten Platz. Dann kurz davor ist dann halt auch Washington. Ja, hätte man hier auch auf den letzten Platz packen können. Aber ich finde es tatsächlich ein bisschen besser als das von den Atlanta Hawks. Charlotte erinnert mich irgendwie an alle Charlotte-Trikots, die es in letzter Zeit so gab. Finde ich aber von den Farben und vom Style tatsächlich sehr nice. Deswegen ist es hier auf dem dritten Platz. Auf dem überraschend zweiten ist das Heat Culture Jersey. Fand ich im letzten Jahr gar nicht so geil, hab's dann aber live in der Hand gehalten und fand dann tatsächlich die Details ganz cool und fand das halt auch angezogen, so bei den Spielern ganz nice. In Rot finde ich es tatsächlich jetzt nochmal besser, deswegen ist es bei mir auf einem zweiten Platz und auf dem ersten Platz sind bei mir tatsächlich die Orlando Magic, den Style hatten wir im letzten Jahr schon, jetzt in Weiß und Schwarz und Silber. Gefällt mir hier tatsächlich sehr gut, deswegen holt Orlando hier die Southeast Division. In der Northwest sieht es so aus, dass Portland hier abgeschlagen auf dem letzten Platz ist. Gefällt mir überhaupt nicht in diesem komischen Stil da mit dem Schriftzug und mit diesen Mustern, die sich da jetzt immer wieder durchziehen. Nee, das gibt mir gar nichts, genauso Minnesota. Mit diesem Lakes-Ding, das sieht halt aus wie so eine Photoshop-Grafik aus den Anfang der 2000ern. Weiß ich nicht, gefällt mir überhaupt nicht mit dem Schriftzug und so, ist überhaupt nicht meins. Utah dann halt wieder mit einem Klassiker, deswegen hier auf Platz 3, aber ein bisschen ideenlos muss ich halt eben sagen, hier hätte ich mir was Neues vielleicht gewünscht. Auf Platz 2 sind hier die Oklahoma City Thunder, gefällt mir tatsächlich sehr gut von den Farben, von den Schriftzügen und die ganze Kombination des Ganzen hier an der Seite mit den Mustern, sehr nice, daher ein zweiter Platz, aber der erste Platz geht bei mir ganz klar in der Northwest an die Denver Nuggets mit diesen
Mustern, die sich da halt durchziehen, ist eine Kombination aus mehreren Jerseys, die wir in den letzten Jahren schon gesehen haben. Aber so in der Kombination finde ich es tatsächlich richtig nice. Deswegen holt Denver hier die Division. Und in der Pacific Division haben wir auf dem letzten Platz die Sacramento Kings mit einer Hommage an die Styles von früher. Ist okay, haut mich jetzt aber auch nicht um. Genauso Golden State, muss ich sagen, finde ich tatsächlich auch okay, sogar ganz gut. Aber haut mich jetzt halt auch nicht um. Die Lake Show von den Lakers finde ich von der Farbkombination und von dem Schriftzug sehr gut. Und auf Platz 2 sind bei mir aber tatsächlich die Stadtrivalen aus Los Angeles, aus Inglewood. Nämlich die Clippers finde ich tatsächlich sehr nice mit dem Clips-Schriftzug, sehr schön schlicht, vor allem von der Farbe, von der Farbkombination. Hommage an die San Diego-Zeit, deswegen sind die bei mir auf dem 2. Platz und ganz klar auf Platz 1 The Valley. Phoenix Suns holen hier wieder ein richtig, richtig nices Jersey raus. Von den Farbkombinationen, von den Mustern. Also ich bin überrascht, wie viel man aus dem Thema Wüste immer wieder rausholen kann. Und die Phoenix Suns machen das richtig gut. Deswegen ist das bei mir tatsächlich auf dem 1. Platz in der Pacific Division. Und die Southwest, für mich persönlich die stärkste Division. Kein schwaches Jersey mit dabei. H-Town landet bei mir auf dem 3. Platz, aber trotzdem ein starkes Jersey. Dann haben wir die Dallas Mavericks und die Pelicans. Da könnte man halt auch hin und her switchen von den Plätzen her. Gefallen mir beide sehr gut. Das Mavs ist halt richtig schön clean. Trotzdem mit dem Schriftzug etwas, was irgendwie signifikant ist, was auffällt. Bei NOLA genau das gleiche. Da mag ich halt eben den Hintergrund, diese Schraffur und so mit den Farben, finde ich ebenfalls top. Memphis ist richtig, richtig stark, ist eine Hommage an die Oldschool-Zeit da, deswegen finde ich richtig stark umgesetzt, hätte hier aber vielleicht eher das Classic-Jersey sein können von dem Style her, aber so gefällt mir das richtig, richtig gut. Und auf Platz 1 ganz klar bei mir San Antonio, ich fand das im letzten Jahr schon stark und in diesem Jahr jetzt mit dieser neuen Farbvariante noch besser mit diesem leichten Pastelltönen. Mit diesem Texas-Style San Antonio bei mir ganz klar auf Platz 1 in der Southwest Division. Und damit ergeben sich eben die Playoff-Plätze. Einerseits haben wir ganz klar die Sieger ihrer einzelnen Divisions. Das heißt, hier haben wir 6 Mannschaften plus dann halt noch 2 Teams, die ich halt noch mit am stärksten fand von den Zweitplatzierten. Daher holt Phoenix hier bisher den 1. Platz aus der Regular Season sozusagen. Danach Denver, San Antonio, Memphis, Detroit, die Clippers, Orlando und New York Knicks. Das sind halt eben die, die an den ersten 8 Stellen gesetzt sind. Und in die Playoffs haben es dann halt auch noch geschafft. Die Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks, Charlotte Hornets, Utah Jazz, New Orleans Pelicans, dann die Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers und die Houston Rockets. Und damit ergeben sich die Playoff-Partien. Und da werde ich euch jetzt eben sagen, auch wie klar und eindeutig ich hier die Jerseys besser oder schlechter finde. Und falls ihr sagt, diese ganzen modernen Jerseys sind nichts für mich, ich bin Fan der 90er, 2000er, Oldschool ist meins, dann schaut in meinem Shop vorbei. HawkVintage.de heißt der. Egal ob Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, es kommt immer wieder was Neues rein. Jede Woche gibt es einen fetten Drop. Ich habe NFL und NBA Jerseys aus den 90ern und 2000er Jahren, konzentriert also auf Champion. Alles Originale. Schaut es euch an und es gibt auch nochmal einen Rabattcode für euch mit dem Code CITY25, kriegt ihr 10% auf alle NBA Jerseys. Also checkt das auf jeden Fall aus und gönnt euch ein Original aus den 90er Jahren. Wir steigen ein mit dem Platz 1 gegen Platz 18, also hier wird nicht nach Eastern und Western getrennt, sondern einfach 1 gegen 18, so wie ich mir die Playoffs auch persönlich wünschen würde. Auf Platz 1 bei mir die Phoenix Suns, auf Platz 18 H-Town, nämlich die Houston Rockets. Ganz klarer Sieg hier für Phoenix, aber kein Sweep. Ich finde H-Town tatsächlich gar nicht so verkehrt, deswegen hier ein 4:1 für Phoenix. Weiter geht es mit 2 gegen 17, Denver gegen Cleveland. Auch hier finde ich Denver ganz klar besser, aber auch hier kein Sweep, denn The Land hat hier auf jeden Fall Respekt verdient, 4:1 für Denver. Weiter geht es mit den San Antonio Spurs gegen die Chicago Bulls, die beiden nebeneinander finde ich tatsächlich sehr nice von der Farbkombination her und hier muss ich sagen, dass San Antonio hier auch ganz klar die Oberhand hat. Auch hier ein klares 4:1 in der ersten Runde. Weiter geht es mit Memphis gegen New Orleans im 4. Achtelfinale.
Memphis gegen New Orleans. Geht mit 4-2 an die Memphis Grizzlies. Also Nola braucht sich hier nicht verstecken. Gerade das Hintergrundmotiv gefällt mir hier sehr gut mit den Farben. Richtig nice. Dann haben wir das 5. Achtelfinale, nämlich die Detroit Pistons gegen die Utah Jazz. Utah Jazz aufgrund der Ideenlosigkeit hier aber chancenlos, daher hier ein 4-1 für die Detroit Pistons. Die Clippers gegen Charlotte. So, und jetzt wird es hier tatsächlich knapp. Das ist ein 4-3 für die Clippers. Charlotte gefällt mir sehr gut, aber wie gesagt, erinnert mich viel zu stark an die alten Styles. Die Clippers hier frisch und modern. Deswegen holen die hier den Sieg, das 7. Achtelfinale. Und hier haben wir tatsächlich den ersten Upset. Die Orlando Magic fliegen hier raus gegen die Dallas Mavericks. Hier finde ich das Mavericks-Jersey tatsächlich einen Tucken stärker. Und deswegen hier ein 4-2 für die Dallas Mavericks. Damit kommen die weiter. Und in dem letzten Achtelfinale New York Knicks gegen Oklahoma City Thunder. Hier ebenfalls eine Überraschung, nämlich die Oklahoma City Thunder gewinnen überraschend deutlich mit 4-1 gegen die New York Knicks. Also ich finde das Oklahoma Jersey tatsächlich sehr viel stärker und deswegen kommt das hier in die nächste Runde. Und damit haben wir das erste Viertelfinale, die Oklahoma City Thunder gegen die Phoenix Suns. Hier leider Oklahoma City Thunder ohne Chance. Beide Jerseys finde ich sehr, sehr cool, aber das Phoenix Suns hier doch deutlich besser. 4-2 für die Suns. Viertelfinale Nummer 2, Denver Nuggets gegen die Dallas Mavericks und hier ebenfalls ein 4-2 für Denver. Also das gefällt mir wirklich sehr gut mit den Streifen. Finde ich super nice. Dann die San Antonio Spurs gegen die Clippers. Das ist eine eindeutige Geschichte. San Antonio gewinnt hier mit 4-1 gegen die Clippers und im Viertelfinale Nummer 4. Da wird es jetzt tatsächlich sehr, sehr knapp. Memphis gegen Detroit. Ein 4-3 Überraschungssieg hier von Detroit und damit kommen die Pistons weiter in die nächste Runde. Halbfinalzeit und damit die Phoenix Suns gegen die Detroit Pistons. Bad Boys steht es bei den Pistons, aber die Bad Boys haben hier leider keine Chance gegen die Phoenix Suns. 4-2 und damit zieht Phoenix ins Finale ein. Wer wird der Gegner? Die Denver Nuggets oder die San Antonio Spurs? Knappe Geschichte, aber ich entscheide mich letzten Endes für ein 4-3 Überraschungssieg von San Antonio und damit zieht die Nummer 3 gegen die Nummer 2 ins Finale und wir haben das Finale der Phoenix Suns gegen die San Antonio Spurs. Beide Jerseys sehr, sehr stark, aber ich persönlich muss halt einfach sagen, an The Valley geht in diesem Jahr nichts vorbei. 4-2 Sieg im Finale und damit für mich persönlich das beste Jersey in diesem Jahr aus der City-Kollektion, die geleakt wurde, ist tatsächlich das Phoenix Suns Jersey. Denkt ihr das genauso oder habt ihr eine komplett andere Top 5? Schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert, wenn ihr nicht mehr verpassen wollt. Ansonsten schaut gerne bei mir bei Instagram vorbei. Auch einen Podcast habe ich zum Thema USA-Reisen, wenn ihr in die USA mal mitkommen wollt. Unten habt ihr den Link zu hawktravel.de. Da nehme ich euch mit. Aktuell haben wir eine Reise nach Chicago, wo ihr mitkommen könnt. Also checkt das auf jeden Fall aus. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Vielen Dank fürs Zugucken und macht's gut. Haut rein und ciao.